Diese Episode wird dir präsentiert von Brain Effect. Du kennst Brain Effect bestimmt schon, denn der Gründer Fabian Tölsch war schon dreimal in meiner Show. Hör mal rein in seine Episoden zum Thema kognitive Leistungsfähigkeit, Nootropics und CBD-Öl. Heute präsentiere ich dir das hochwertige C8 MCT-Öl von Brain Effect. Damit kannst du zum Beispiel den weltberühmten Bulletproof Coffee machen. Ich selber benutze es für Low-Carb-Desserts, meinen Wildkräuterpudding oder als schnelle Energiequelle fürs Gehirn. Manchmal trinke ich es auch direkt aus der Flasche. Das C8-Öl kann vom Körper gleich in Ketonkörper umgewandelt werden. Dadurch ist auch eine milde Ketose jenseits der ketogenen Diät möglich. Die Vorteile sind mehr Konzentration und weniger Heißhunger. Und das Beste ist, als Hörer von Bio360 bekommst du auf das C8 MCT-Öl und die anderen Produkte von Brain Effect satte 20% Rabatt mit dem Gutscheincode Bio360. Folge dem Link in der Beschreibung oder in den Shownotes. Und du tust nicht nur dir etwas Gutes, sondern unterstützt auch noch diesen Podcast und hilfst mit, dass es ihn auch in Zukunft noch geben wird. Bio360. Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben, das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Dr. Volker Schmiedel. Hallo Volker. Hallo Unkas. Hey. Ja, wir reden über Diabetes und ich würde jetzt gerne in diesem dritten Teil darauf eingehen, was kann man jetzt eigentlich machen? Wir hatten so ein bisschen die zuckerreiche und kohlenhydratreiche Nahrung identifiziert als eine der wesentlichen Ursachen, denn wir haben ja in den vergangenen 40, 50 Jahren einen großen Wechsel erlebt von wie wir uns ernähren. Man hat die Kohlenhydrate, Getreide und so weiter in den Vordergrund gerückt. Das hat mit dem Mythos zu tun, dass also gesättigte Fette Herzkrankheiten hervorrufen und so weiter. Und deswegen hat es einen Umbau in dieser Ernährungspyramide gegeben, was dazu geführt hat, dass es mehr Diabetes und mehr Herzkrankheiten gibt denn je. Jetzt würde mich interessieren, was kann man jetzt wirklich tun? Wie kann man sich schützen, beziehungsweise wie kommt man da wieder raus? Also vorbeugen kann man mit der richtigen Ernährung, Bewegung, Entspannung. Das sind die wichtigsten Lebensstilfaktoren. Und wenn wir die Ernährung des Einzelnen anschauen und nochmal auf die Nährstoffe eingehen, dann würde ich immer darauf achten, dass die Ernährung sehr viel Omega-3-Fettsäuren enthält. Wir haben Studien, die belegen, dass 20% weniger Diabetes bekommen. Dann hat man mal Untersuchungen gemacht, da hat man die Fettsäurespiegel im Blut gemessen und hat gesehen, die Menschen, die besonders hohe Omega-3-Spiegel im Blut hatten, haben innerhalb von 20 Jahren 30-50% weniger Diabetes bekommen. Das ist schon eine ordentliche Zahl, nur allein mit dem einen Nährstoff Omega-3-Fettsäuren. Mhm. Und da hat man auch Versuche gemacht, hat man also Diabetespatienten zusätzlich zu ihren normalen Medikamenten, zusätzlich zur normalen Ernährung einfach noch Omega-3-Fettsäuren dazugegeben und hat gesehen, der HbA1-Spiegel, also der Langzeitblutzuckerspiegel, ist um 1-2% gesunken. Also 1-2% von der absoluten Zahl. Also wenn jemand einen Wert von 9% HbA1c hatte, dann ist der da um 1-2 Prozentpunkte gesunken. Und das ist schon ziemlich, ziemlich ordentlich, dass in der Größenordnung erreicht. Also Omega-3-Fettsäuren würde ich immer in die Ernährung mit einbauen. Allerdings mit dem Nachteil. In Form von Supplementierung oder als Nahrungsmittel? Beides. Also wer Fische mag und kann, soll natürlich da auch Fische essen.
Das Problem ist, wenn wir wirklich gute Spiegel haben wollen, müssen wir eigentlich nahezu täglich Seefische essen, fette Seefische wie Hering, Lachs, Makrele. Erstens mag das nicht jeder. Zweitens würde ich das aus Umweltgründen heute auch nicht mehr so empfehlen. 1 bis 2 Mal in der Woche geht vielleicht noch und den Rest müsste man dann aber supplementieren. Und ich würde dann immer 2 Gramm EPA-DHA nehmen. Das ist ganz wichtig. 2 Gramm EPA-DHA, das sind die Fettsäuren in dem Fischöl. Und das ist schon eine ganze Menge. Um auf diese Menge zu kommen, müsste jemand 15 normale Fischölkapseln einnehmen. 15 Stück, macht aber keiner. Und darum gebe ich seit einigen Jahren meinen Patienten flüssiges Fischöl. Und das wäre 1 Esslöffel. 1 Esslöffel Fischöl wäre eine vernünftige Dosis, um eben auf diese 2 Gramm zu kommen. Noch genauer macht man es natürlich, wenn man eine Messung macht. Man kann heute Omega-3-Fettsäuren auch messen. Das machen nur ein paar Labore in Deutschland. Die meisten Ärzte kennen das leider nicht, wissen auch gar nicht, ob das geht. Und man müsste dann einen Spiegel, ein Omega-3-Index, also die Summe von EPA und DHA im Vergleich zu allen Fettsäuren von über 8% anstreben. Das ist schon eine ganze Menge. Das heißt, man kann so eine Messung beim Labor machen, schaut, wie ist der Omega-3-Index, fängt dann mit 1 Esslöffel an, macht das 3 Monate, misst dann nochmal und dann sieht man, ob man die 8% erreicht hat oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr geben muss. Die meisten Diabetiker müssen mehr nehmen, weil die sind ja übergewichtig und je mehr Gewicht ich habe, desto mehr Omega-3 brauche ich natürlich auch, damit sich das im Körper verteilen kann. Wie ist es denn, wenn der DHA-Spiegel sehr hoch ist, also gut, und aber der EPA-Spiegel im Keller? Hast du das schon mal gesehen? Ja, dann hat jemand vermutlich Algenöl genommen. Also im Algenöl ist mehr DHA als EPA drin, im Fischöl ist mehr EPA als DHA drin. Das Wichtige für den Diabetes wäre mehr der EPA-Spiegel, weil der EPA, der ist eher gegen Entzündung geeignet. Okay, also du empfiehlst jetzt kein Algenöl, verstehe. Jein, also wenn jetzt jemand Vegetarier ist oder wenn jemand sogar Veganer ist, dann ist es natürlich besser, er nimmt Algenöl, als wenn er gar kein Omega-3 nimmt. Ja. Normalerweise sage ich, man kann sich aussuchen, 1 Esslöffel Fischöl oder 1 Teelöffel Algenöl, das ist von der Menge an EPA-DHA identisch, aber da das Algenöl mehr DHA enthält und jemand wirklich Algenöl bevorzugt, dann würde ich sagen, er soll dann nicht 1 Teelöffel nehmen, sondern vielleicht 1,5 Teelöffel, also ein bisschen mehr, dass er da wiederum mehr EPA bekommt. Okay. Ja, interessant. Das waren nämlich meine Ergebnisse und okay. Ich habe es schon auch Algenöl mal eine Zeit lang genommen, aber das liegt schon eher zurück. Deswegen daher kann es eigentlich nicht kommen. Ich esse relativ regelmäßig Fisch. Okay. Es gibt natürlich auch da genetische Polymorphismen, das heißt, jemand hat unterschiedliche da umgebaut und je nachdem, wie der eigene Enzymbesatz ist, kann man natürlich von dem einen dann auch mal ein bisschen mehr und ein bisschen weniger haben. Da können wir noch gar nicht alles genau erklären. Doch ein Wort zum Fisch, zu den Omega-3-Fettsäuren fällt mir noch ein. Leinöl reicht nicht aus. Mhm. Also viele sagen dann, ja, ich nehme doch Leinöl, da ist auch ganz viel Omega-3 drin. Nein, wir brauchen schon EPA und DHA und nicht die Alpha-Linolensäure aus dem Leinöl. Ich kenne auch Studien, die gezeigt haben, Leinöl hat keinen Einfluss oder nicht den positiven Einfluss von Fischöl auf den Zuckerstoffwechsel. Das kann man auch zusätzlich nehmen, das würde ich niemals verbieten, aber Leinöl alleine ist keine ausreichende Omega-3-Quelle. Ja, das sind immer so Themen, das wird ja ganz oft gemeinhin gesagt. Und dann kenne ich aber auch so die Aussagen, dass sich dann letzten Endes bei Veganen zum Beispiel gar nicht so der Omega-3-Mangel zeigt. Und dann vermutet man das dann Nichtpräsenz von von Omega-3-Fettsäuren, der Körper plötzlich besser in der Lage wird, dass die ALA-Fettsäuren umzubauen. Hast du da Informationen? Ja, da habe ich Informationen. Das ist ein Märchen. Das stimmt überhaupt nicht. Okay. Also es gibt Studien, die belegen, dass selbst wenn man hohe Leinölmengen nimmt, dass es nicht umgewandelt wird. Und ich selber habe jetzt keine 100 Veganer unter meinen Patienten, aber 5 bis 10 hatte ich schon. Und auch davon einige, die Leinöl genommen hatten, die hatten dann gute Mengen an der Alpha-Linolensäure, aber EPA hatten trotzdem grottenschlechte Werte.
Also das funktioniert überhaupt nicht. Okay, das wollte ich wissen. Hast du da klinische Erfahrung? Und weil das ist ja das Interessante, ob man das messen kann und wie die Leute dann dastehen. Das heißt, du würdest schon sagen, dass Veganer da generell ein Omega-3-Problem haben. Ja, unbedingt. Also alle Veganer haben ein Omega-3-Problem. Du hast eben Umwandlung angesprochen. In einem Punkt hast du recht. Die Veganer, die wenig Omega-3 haben, die können dann die Linolsäure, das ist eine Omega-6-Fettsäure, die Linolsäure aus Pflanzenölen, können die dann besonders gut umwandeln in die Arachidonsäure. Und die Arachidonsäure ist die gefährlichste und schädlichste Omega-6-Fettsäure, weil die Entzündungskrankheiten fördert. Und das Spannende ist, die Veganer unter meinen Patienten haben die höchsten Werte an Arachidonsäure, also an tierischen Fetten. Ich sage immer, die Veganer sind unter meinen Patienten die größten Fleischfresser. Das ist ganz, ganz paradox, aber die Veganer haben alle Arachidonsäurewerte, die sind weit höher, als wenn jemand 3 Hamburger am Tag isst, weil die das eben besonders gut umwandeln können, weil sie eben so wenig Omega-3-Fettsäuren haben. Ganz paradox. Und da kriegen die natürlich auch die Krankheiten. Also ich habe auch Rheumatiker und Neurodermitiker, die das aufgrund fehlender Omega-3-Fettsäuren in der veganen Ernährung bekommen haben. Du hattest eben auch gesagt, also sowohl supplementieren als auch Fische essen. Jetzt haben wir ja die Meere ziemlich verschmutzt und wir haben ganz viele Schwermetalle und andere Giftstoffe in den Fischen. Was wäre da deine Empfehlung? Eher die kleinen, haben die kleinen Fische, also Sardinen an Anchovies und vielleicht Makrelen, haben die auch genug Omega-3-Fettsäuren? Also bei den Omega-3-Fettsäuren kommt es jetzt nicht auf die Größe an, sondern auf den Fettgehalt. Also kleine Sardinen haben viel Omega-3, große Thunfische haben auch viel Omega-3. Kleine Sardinen haben natürlich weniger Schwermetalle und Pestizide im Gegensatz zu den großen Thunfischen. Also ich würde immer raten, wenn man Fische isst, zu den Sardinen, Heringen, Makrele, Wildlachs, das geht immer noch. Große Fische wie Schwertfisch, Haifisch, Thunfisch würde ich eher meiden oder selten essen. Ja, genau so mache ich es. Ist der Wildlachs wirklich, wirklich noch okay? Finde ich schon noch okay, würde ich schon noch sagen, ja. Okay. Gott sei Dank, weil ich liebe Wildlachs. Ja, prima. Ja, wie sieht es denn mit der ketogenen Ernährung aus? Ist das eine Möglichkeit, da schneller rauszukommen aus der Diabetes? In der ketogenen Ernährung sind ja nahezu keine Kohlenhydrate enthalten. Also aus Sicht der Blutzuckereinstellung wäre das sicherlich. Manche mögen sie einfach auch nicht. Ich selber habe keine großen Erfahrungen mit der ketogenen Ernährung, muss ich gestehen. Ich habe mehr Erfahrung mit dem Heilfasten. Also in der Klinik habe ich meine Patienten immer 1-2 Wochen heilfasten lassen, dann haben sie einfach überhaupt keine Kohlenhydrate bekommen. Und dann haben sie natürlich in den 2 Wochen prima Blutzuckerwerte und sind dann natürlich prima mit der Insulinresistenz runtergegangen. Und dann habe ich eben versucht, auf eine vegetarisch orientierte Vollwerternährung einzustellen. Mit der ketogenen Ernährung könnte man das aber dann auch tun. Nur damit habe ich, wie gesagt, keine Erfahrung. Aber erstmal Kohlenhydrate weitestgehend sehr streng zu meiden, ist sicherlich ein sehr, sehr guter Einstieg. Okay. Ja, ich habe mit beidem Erfahrung. Also zum einen faste ich gerade. Heute ist mein letzter Tag. Ich bin schon über 2 Wochen da mit dabei. Und ich ernähre mich praktisch extrem low carb, kann man sagen. Also ich bin meistens in Ketose. Ich schaue mir das nicht so genau an. Das ist immer eine leichte Ketose. Gehe ich mal rein, mal raus. Aber so wie ich mich ernähre, bin ich häufig in Ketose und das war auch für mich die Taktik dann damals, als ich gemerkt habe, ich bin insulinresistent, da rauszukommen und plötzlich schoss mein Energieniveau nur so in die Höhe. Ja, und ich hatte diese Nachmittagstiefs nicht mehr und habe dann wirklich von einem Tag auf den anderen eigentlich hatte ich im Vergleich zu anderen Menschen auch plötzlich ein nahezu unerschöpfliches Energiereservoir. Also das war schon beeindruckend. Du hattest jetzt schon mal als einen Mikronährstoff die Omega-3-Fettsäuren angesprochen. Worauf kommt es denn noch an? Ich würde bei meinen Diabetespatienten immer darauf achten, dass sie außerdem gut mit Vitamin D, mit Zink und mit dem B-Vitamin versorgt sind. Insulin wird in der Bauchspeicheldrüse in einer Zinkverbindung gespeichert.
Damit Insulin aus der Bauchspeicheldrüse freigesetzt wird, brauche ich auch Zink. Und damit Insulin gut an der Zelle wirkt, brauche ich auch Zink. Also ganz verschiedene Ansatzpunkte, wo Zink im Zuckerstoffwechsel wirkt. Also muss ich gut mit Zink ausgestattet sein. Ich messe das immer bei allen meinen Patienten. Und wenn jemand zu niedrige Werte hat oder an der unteren Normgrenze liegt, dann gebe ich gerne Zink mit dazu. Nicht jeder hat einen Zinkmangel, aber ich versuche da eine optimale Einstellung zu erreichen. Vitamin D wissen wir, dass es auch an der Diabetes-Einstellung beteiligt ist. Also ich würde immer auch für eine sehr gute Vitamin D-Versorgung sorgen. Das heißt, man kann den Spiegel auch im Blut messen. Das Problem ist, die Normwerte der Labore gefallen mir nicht. Da steht meistens, der Wert sollte über 20 oder über 30 Nanogramm liegen. Das ist mir persönlich viel zu niedrig. Ich möchte gern Werte von 40 Nanogramm bis 60 Nanogramm pro Milliliter haben. Beziehungsweise, wenn in Nanomol gemessen wird, ist das 100 bis 150 Nanomol pro Liter. Das sind meine Optimalwerte, bei denen ich die besten Erfolge bei Krankheiten erziele. Also dann nicht auf den normalen Laborwert achten, sondern eine optimale Einstellung anstreben. Das Problem, um auf diese Werte zu kommen, müssten die meisten Menschen etwa 2000 bis 8000 Einheiten Vitamin D am Tag nehmen. Ist also nicht ganz einfach, dahin zu kommen. Also ich habe das geschafft. Ich liege bei 50 Milliliter. Und womit? Womit hast du das geschafft? Mit Sonne. Ja, super. Ja, ich nehme keinerlei Vitamin-D-Präparate zu mir. Also würde ich tun, wenn ich jetzt irgendwie nicht die Möglichkeit habe, in die Sonne zu gehen. Aber sobald die Sonne scheint und ich nicht gerade ein Interview gebe, dann springe ich raus und ja. Ja, super. Das wäre natürlich die beste Möglichkeit. Ich sage den Leuten immer, wenn wir so leben würden für 200 Jahre, dann müsste auch niemand Vitamin D nehmen, weil wir waren fast alle Bauern und wir waren fast alle den ganzen Tag vom Frühling bis zum Winter im Freien. Dann müssen wir kein Vitamin D haben. Aber die Realität sieht eben so aus, dass die Leute im Supermarkt sitzen, im Büro sitzen, in der Schule und erst um 5 Uhr rauskommen und da wird kein Vitamin D mehr gebildet. Ich hatte neulich mal einen Patienten, der hatte einen fantastischen Vitamin D-Wert. Und da habe ich ihn gefragt, was er macht. Wenn man so lebt wie der Landschaftsgärtner oder wie du, dann braucht man wirklich kein Vitamin D. Die meisten brauchen es leider. Ja, was hat er gesagt, was er macht? Also die Verbindung war kurz weg. Er ist Landschaftsgärtner. Ach so, ja, okay. Also auch den ganzen Tag draußen. Ja, okay. Ja, so einfach ist das. Und dann hat es noch die B-Vitamine genannt. Genau, die B-Vitamine sind aus zwei Gründen wichtig. Für die Kohlenhydratverarbeitung brauchen wir Enzyme und diese Enzyme sind nahezu alle auch Vitamin D, Vitamin B abhängig. Der zweite, vielleicht sogar noch wichtigere Grund, viele Diabetiker bekommen im Laufe ihrer Krankheitsgeschichte, das habe ich vorhin bei den Folgen gar nicht erwähnt, eine sogenannte Polyneuropathie, also Nervenschäden. Die hohen Blutzuckerspiegel können langfristig die Nerven schädigen und die Polyneuropathie ist wirklich eine sehr unangenehme Erkrankung, gar nicht zu beeinflussen. Das heißt, die Leute gehen wie auf Watte oder sie haben Fußschmerzen, haben Sensibilitätsstörungen, Kribbeln, also wirklich sehr, sehr unangenehm und fast nicht zu beeinflussen. Und die B-Vitamine sind ja unsere wichtigen Nervenvitamine. Das heißt, möglicherweise können wir uns davor schützen, zumindest, dass die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch wird, dass man diese Nervenkrankheiten bekommen. Also ich würde immer beim Diabetiker für eine gute B-Vitaminversorgung sorgen. Besonders wichtig sind da B1, B6 und B12. Die sind in diesem Zusammenhang die wichtigsten Vitamine. Wie kann man das denn am besten sicherstellen? Indem man ein Präparat einnimmt. Also die B-Vitamine sind eigentlich in allen Lebensmitteln enthalten. Es gibt jetzt keine Lebensmittel, die da jetzt irgendwie Vitamin B-Bomben sind oder so, dass man da die Spiegel damit allein höher kriegen könnte. Ja, Leber vielleicht. Ja, aber da sind wir beim Umweltproblem. Also würde ich auch nicht empfehlen, jeden Tag Leber zu essen. Würde ich heute nicht mehr machen. Nee. Und ich würde eben auch höhere Dosen
geben, Dosen, die wir mit der Nahrung so gar nicht mehr kriegen können. Also es geht jetzt nicht darum, zu substituieren, einen Mangel zu ersetzen, sondern wirklich Vitamin-B-Dosen in einem pharmakologischen Bereich zu geben, der 10-fach bis 100-fach höher ist als dasjenige, was man normalerweise mit der Ernährung kriegen. Bei Omega-3, bei Vitamin D, bei Zink, da möchte ich die Sachen haben, die man mit einer guten, gesunden Lebensweise kriegen könnten, wenn wir es täten. Bei den B-Vitaminen brauchen wir, um wirklich Schutzeffekte zu erzielen, höhere Dosen. Da brauchen wir wirklich hochdosierte Vitamin-B-Komplexpräparate. Okay. Gut. Und Zink, Austern, Kürbiskerne? Ganz genau, habe ich eben auch gerade dran gedacht. Ich wollte spaßeshalber sagen, wenn man eine Auster am Tag isst, dann hat man schon eine sehr gute Zinkversorgung. Problem ist erstens der Preis, zweitens der Geschmack. Also ich komme auch an Austern gar nicht ran. Hafer ist sehr zinkreich, hat natürlich wieder Kohlenhydrate. Rindfleisch ist auch relativ zinkreich, hat aber wieder Omega-6-Fettsäuren. Also wenn man damit gut versorgt sein will, dann wäre es natürlich sehr gut, auch da ein Präparat zu nehmen. Also ich bin ein Anhänger der Messung, ich messe immer gerne. Und wenn ich dann Mangel sehe, dann gucke ich auch, dass ich dann entsprechende gute Präparate gebe, um die Zink- oder Vitamin-D-Spiegel auch hochzukriegen. Mhm. Ja, also Austern sehe ich nicht als teuer an. Hier in Frankreich kosten, okay, auf dem Markt 6 Stück kosten irgendwie 3,50 Euro oder so. Dann kriege ich die sogar auf den Teller gestellt mit Zitrone. Die Frage ist da für mich immer so ein bisschen, weil ich sie nicht selber testen kann, sind die voll mit Schwermetallen oder nicht? Das ist so eher mein Concern damit. Okay. Und, bitte? Ja, ich habe die Daten dazu nicht da, aber Muscheln filtern ja das Wasser und ich könnte mir zumindest gut vorstellen, je nachdem, wo die dann gefangen wurden, dass die durchaus schadstoffbelastet sind. Aber ich weiß es nicht sicher. Ich habe keine Daten dazu. Ja, das ist leider heute so ein Ringen, die positiven Effekte gegen die negativen abzuwägen. Aber eine, wenn das den Zinkbedarf schon deckt, das wäre natürlich trotzdem eine tolle Sache. Und man muss ja auch sagen, dass es immer von Vorteil ist, meiner Meinung nach, wenn ein bestimmter Stoff, also wie jetzt das Zink, worüber wir gerade reden, in dem natürlichen Zusammenhang steht. Denn dieses Zink kommt ja nicht alleine. Das hat sich, bewährt sich dann doch an vielen Stellen. Die Natur hat es dann doch irgendwie schon drauf, muss man sagen. Und zum Rindfleisch wollte ich noch sagen, da macht es natürlich einen riesen Unterschied, ob ich jetzt Industriefleisch aus Qualzucht aus Getreidefütterung nehme oder Weidehaltung. Ja, Grass-Fed, Grass-Finished. Ja, ganz genau. Denn da sieht das Omega-3 zu Omega-6-Profil schon sehr, sehr, sehr gut aus. Ja, da liegen wir schon bei 1:1 ungefähr. Der Volker und ich haben uns an dieser Stelle ein wenig verplappert und deswegen mache ich jetzt hier nochmal eine Unterteilung und weiter geht's dann im nächsten Teil. Viel Spaß. Entgiftung ist heutzutage eine Überlebensstrategie, die jeder beherrschen sollte. Leider gibt es in kaum einem Bereich so viele Unsicherheiten. Ich möchte dich mit meinem Buch Richtig Entgiften sicher durch deine Entgiftung führen. Du bekommst ein einzigartiges Protokoll, das von führenden Umweltmedizinern bestätigt wurde und viel Lob erhalten hat. Dazu gebe ich dir sämtliche Produktlinks inklusive Gutscheincodes, sodass das Buch für dich praktisch umsonst ist. Was es genau damit auf sich hat, erkläre ich dir in einem Video auf www.bio360.de/richtigentgiften. Den Link findest du gleich unten in der Beschreibung. Bio 360. Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.